Ich möchte als Einstieg zu der Buchpräsentation Ihnen kurz den Verband Feministischer Wissenschaftlerinnen vorstellen. Im Buch selbst hat Claudia Brunner, eine der Mitherausgeberinnen, am Ende des Buches ein Kapitel über die Verbandsarbeit geschrieben. Also dort sind Details drin und sonst ist auf der Website, also sie hat sich an der Website inspirieren lassen. Es ist sehr viel an Informationen über uns drin, also wir neigen ein bisschen zur Wortsprachproduktion. Der Verband wurde 2000 gegründet, nachdem auf den Wissenschaftlerinnen-Tagungen 98 und 99 ziemlich massiv der Wunsch nach einer Vertretung und Vernetzung der feministischen Wissenschaftlerinnen und nicht nur der weiblichen Wissenschaftlerinnen, dafür gab es ja die Wissenschaftlerinnen-Tagung, laut wurde. Und 2000 haben wir uns dann gegründet in verschiedensten Kooperationen, waren sehr viele beteiligt an der Gründung. Der Verband selbst hat sich als Ziel gesetzt, jetzt nicht nur für feministische Wissenschaftlerinnen da zu sein, sondern auch für die, die sich als Forscherinnen definieren, für Studentinnen, die wir auch als Wissenschaftlerinnen sehen und auch für interessierte Aktivistinnen. Und wir haben ein sehr breites Wissenschaftsverständnis und unterschiedliche Positionierungen und verschiedene theoretische Zugänge sind willkommen und haben sich auch immer wieder gezeigt in unseren verschiedenen Aktivitäten. Es gab ganz am Anfang der Verbandsgeschichte schon ein Forschungsprojekt, also das hat die verschiedenen Einreichungsrunden durchgemacht, so ein, zwei Jahre, und Überarbeitungsrunden. Und dann haben wir in einem Team von 23 Wissenschaftlerinnen aus verschiedensten Disziplinen, die im Prinzip hatten wir, glaube ich, zwei Fulltime-Stellen bewilligt, aber wir haben mit 23 Kolleginnen dann Organisationsprozesse feministischer Wissenschaften in inner- und außeruniversitären Zusammenhängen beforscht. Und ich habe es jetzt von einer Kollegin, die da auch dabei war, gehört, sie hat sich das wieder mal angeschaut für irgendeine Publikation, die sie selbst herausgegeben hat. Und wir haben dieses Ergebnis dann nie drucken lassen, weil da ist uns dann irgendwie die Energie ausgegangen. Und sie hat aber gemeint, es ist immer noch sehr aktuell, es hat sich nichts geändert seitdem. Also die Organisationsformen und Prozesse inner- und außeruniversitär sind, wenn, schlechter geworden. Wir haben uns dann als Verband der feministischen Wissenschaftlerinnen, die sehr viel außeruniversitär oder frei sich versuchen zu wissenschaftlich zu betätigen, haben wir eine Symposienreihe gestartet, noch im Rahmen dieses Forschungsprojekts, die sich österreichweit, also auch fast dreimal in Vorarlberg, in Linz gab es 2008 ein Symposium, das hat schon Freiheit und Prekarität geheißen, das war in Kooperation mit 52 und Kulturrat Österreich und IG Bildende Kunst. Das Buch hat dann sich wurde von uns dann in Prekarität und Freiheit und nicht Freiheit und Prekarität umgetauft. Also die Prekarität ist inzwischen an die erste Stelle gerutscht und die Freiheit ein bisschen nach hinten, leider. In dem Buch selbst gibt es auch vor allem Autorinnen, so haben wir sie zumindest ausgewählt, die in diesen 10 Jahren Symposien mitgewirkt haben, die dort vorgetragen haben oder sonst wie am Konzept mitgewirkt haben. Wir haben sie dann auch eingeladen, also wir haben keinen freien Call gemacht, sondern gesagt, wir wollen das, was der Verband in 10 Jahren es wurde 2010 beschlossen, dass wir das Buch machen, es hat dann wieder gedauert eine Zeit lang. Und wir wollten die Verbandsarbeit da drin präsentieren. Derzeit haben wir keine Symposien mehr, nachdem die Akquise, also war immer schon mühsam, aber jetzt gibt es überhaupt kein Geld mehr für irgendwelche intertransdisziplinären Veranstaltungen. Die Stellen in den Ministerien, die das bisher finanziert hatten, ein bisschen, die wurden dann aufgelöst, also diese Budgets. Und jetzt haben wir nur mehr in Wien, wie immer, Wasserkopf Wien dann wieder, eine Veranstaltungsreihe Feminismen diskutieren, die also sich im subventionsfreien Raum bewegt und wo wir einfach die Arbeit von feministischen Theoretikerinnen, Praktikerinnen, also Frauen, die aus der Praxis kommen, die ihre Projekte vorstellen oder die auch das mit ihrer theoretischen, wissenschaftlichen Arbeit verbinden, die stellen wir dort vor. Das ist derzeit die Öffentlichkeitswirksamkeit des Verbands. Und wir präsentieren Land auf, Land ab, dieses Buch, das die Dagmar jetzt vorstellen wird. Kurz, länger. Ja,
Sabine hat das schon angesprochen, dieses Buch war quasi als Geburtstagsgeschenk an den Verband gedacht und wurde beim 10-jährigen Bestehen des Verbandes beschlossen, hat dann doch noch länger gedauert, bis es wirklich rausgekommen ist. Ist eben die Idee, all das, was an Wissen im Rahmen dieser Verbandsarbeit generiert wurde, auch zu verstetigen, eben in Buchform, weil die ganzen Symposia, Diskussionsgruppen und so eben immer etwas sehr Flüchtiges sind und davon überhaupt nichts je schriftlich festgehalten wurde. Es war uns ein Anliegen, Prekarität und Freiheit nicht nur inhaltlich zu thematisieren, sondern auch in dieser Herausgabearbeit eigentlich dem gerecht zu werden. Das heißt, wir hatten eigentlich den sportlichen Ehrgeiz, Autorinnenhonorare zahlen zu wollen für die Beiträge. Das ist uns trotz 20 Ansuchen nicht gelungen. Ganz einfach deshalb, weil oder einer der herausragenden Gründe, warum uns das nicht gelungen ist, ist, wir haben eigentlich erstaunlich viel Geld aufgestellt für das Buch, aber es ist fast nirgends möglich, Autorinnenhonorare abzurechnen und überhaupt auch zu beantragen. Und das, finde ich, sagt was darüber, wie Wissenschaft heutzutage funktioniert. Also, dass die Annahme ist, die Leute stehen entweder in Universitäten in Lohn und Brot, oder aber es passiert halt nicht. Also sowas wie die Existenz freier Wissenschaftlerinnen oder auch Wissenschaftlerinnen, die unterschiedlichste Formen von Einbindung haben, aber keine Festanstellung an Universitäten, werden einfach nicht mehr gedacht. Und ich finde, das sagt auch einfach was über die Wertschätzung, die gesellschaftlich so einer Arbeit eigentlich zukommt. Oder eben genau nicht zukommt. Angesichts dessen war es uns wichtig, keine Beiträge einzufordern, die jetzt den Anspruch auf Originalität erheben und wie in so vielen Sammelbänden und wissenschaftlichen Zeitschriften, die alle nur noch Originalbeiträge wollen, die noch nirgends anders veröffentlicht sein dürfen, vorgetragen sein dürfen oder sonst was. Uns ging es ja zum einen wirklich genau darum, auch die Beiträge zu bringen, die bei den Symposia vorgetragen wurden, weil wir die ja auch wichtig und gut fanden. Es ging uns aber eben auch darum, wenn wir schon keine Honorare zahlen können, dann das mit so wenig zusätzlichen Arbeitsaufwand wie möglich zu ermöglichen. Das Buch zeichnet sich meiner Meinung nach im Unterschied zu anderen Büchern, zu ähnlichen Themen, also ich meine, zur Prekarität ist in den letzten Jahren ja einiges erschienen, zum einen dadurch aus, dass es sehr viel an Perspektiven versammelt, die von in Österreich lebenden Menschen verfasst wurden, was, finde ich, nochmal einen Unterschied ausmacht. Es sind dezidiert feministische Perspektiven allesamt und es sind allesamt Perspektiven von Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, die nicht institutionalisiert sind. Und das ist wirklich eine herausragende Besonderheit dieses Buches. Dass Prekarisierung etwas ist, nicht nur über das gesprochen wird, sondern die Autorinnen, die in diesem Buch schreiben, sind größtenteils selbst prekarisiert. Und wissen aus eigener Anschauung, worüber sie da schreiben. Was uns auch wichtig war, war eine Vielzahl an Formaten und Stimmen zu ermöglichen. Da sind die Beiträge sehr, sehr unterschiedlich verfasst. Es gibt klassische wissenschaftliche Abhandlungen, es gibt eher poetische Beiträge, es gibt dialogische Beiträge, es gibt
Beiträge, die in sich kommunizieren durch unterschiedliche Schrifttypen und unterschiedlichen Sprachgestus. Das war uns sehr wichtig, weil wir fanden, dass das das Buch nicht nur interessanter macht und bereichert, sondern eben auch darüber hinaus nochmal ein Zeichen für die Vielstimmigkeit dieser Debatte und auch genau für die, die da schreiben, ist. Ja, das Buch teilt sich inhaltlich in vier Teile. Einer hat, wie Sabine Prokop schon gesagt hat, ein Teil ist eine Bestandsaufnahme des Verbands Feministischer Wissenschaftlerinnen, quasi eine Geschichte des Verbands Feministischer Wissenschaftlerinnen von der Claudia Brunner. Die drei anderen Teile sind, beschäftigen sich zum einen mit prekären Produktivitäten, das heißt, da geht es vorwiegend um Arbeitsbedingungen. Feministische Wissenschaftlerinnen und Kulturarbeiterinnen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit prekären Lagen und Kritiken, das heißt, da geht es vornehmlich um Organisationsverhältnisse und die Beiträge, die in dem Teil enthalten sind, befassen sich tatsächlich fast ausschließlich mit Wissenschaft, also Organisationsverhältnissen von Wissenschaften. Und im dritten Teil kommen wir dann endlich auch zur Freiheit, da geht es nämlich um Selbstorganisation, wie organisieren sogenannte Freie und Prekäre ihre eigene Arbeit, was ist daran tatsächlich frei und selbstgewählt, was ist weniger selbstgewählt, welche Formen gibt es. Ja, und ich fange an mit dem ersten Teil, prekäre Produktivitäten. Der ist sehr umfangreich, umfasst sehr, sehr unterschiedliche Beiträge, ganz allgemein zu Arbeitsbedingungen, im Wissenschafts- und im Kulturbereich zeigt auf, dass Prekarität kein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, sondern etwas ist, das es schon viel, viel länger gibt. Und insbesondere Monika Mokre weist nochmal darauf hin, dass sowas wie sogenannte Normalarbeitsverhältnisse schon immer nur das Privileg von einigen wenigen waren. Es gibt verschiedene Beiträge, die sich mit dem Kulturbetrieb beschäftigen, mit dem Wissenschaftsbetrieb beschäftigen und Prekarität aber auch nochmal darüber hinaus thematisieren. Und zwei davon möchte ich herausgreifen und nochmal ein klein bisschen ausführlicher vorstellen. Zum einen den Beitrag von Lucenir Cacheta, die ja auch da ist. Da möchte ich beginnen mit einem Zitat, weil ich es besser nicht sagen könnte. Für eine Thematisierung von Prekarität ist die Sichtbarmachung von Care-Dienstleisterinnen in einem globalen und transnationalen Kontext heutzutage unerlässlich. Wird dies unterlassen, besteht die Gefahr einer elitären und inflationären Verwendung des Begriffs im Sinne einer Selbstprekarisierung weißer Akademikerinnen, die zu einer Banalisierung des Prekariats führen kann. Die Betrachtung von Prekarität muss neokoloniale Diskurse folglich ebenso berücksichtigen wie institutionellen Rassismus und das europäische Migrationsregime. Zitat Ende. Cacheta fährt fort, dass Care-Arbeitsbereiche gekennzeichnet seien durch Arbeitszeitflexibilisierung, unsichere Arbeitsbedingungen, geringe Entlohnung und mangelnde oder gar keine gewerkschaftliche Unterstützung. Die Anzahl und die Bedeutung von Migranten im Care-Arbeitsbereich nehmen rasant zu, was direkt mit der Krise der Sorgesysteme in den wohlhabenden Ländern sowie mit der restriktiven Einwanderungspolitik in Österreich zusammenhänge, die wiederum mit der europäischen Einwanderungspolitik
internationalen ökonomischen Bedingungen und dem Umbau westeuropäischer Wohlfahrtsregimes verstrickt sein. Das heißt, sie spricht von einer Etablierung eines neuen globalen Ungleichheitssystems, in dem Care-Arbeiten zwischen Frauen umverteilt werden und sowas wie transnationale Reproduktionsverhältnisse entstehen. In Auseinandersetzung mit dem kaum regulierten Sonderarbeitsmarkt für Migrantinnen im Care- und Hausarbeitsbereich stützt sich Cajeta auf die internationale Studie Haushalt, Caretaking und Grenzen, an der sie beteiligt war und die zu dem Ergebnis kommt, dass die Arbeitsmärkte von Migrantinnen durch einen systematischen Ausschluss aus Arbeits- und Sozialrechten gekennzeichnet sind. Das heißt, Migrantinnen füllen auf der einen Seite Lücken und immer größer werdende Lücken des Sozialstaats, während sie zugleich umgekehrt aus sozialer Sicherung ausgeschlossen werden. Darüber hinaus basiere die geschlechtsspezifische Ausbeutung der Migrantinnen in der Care-Arbeit auf rassistischen, kolonialen und reproduktiven heteronormativen Strukturen. Gegenhegemoniale Strategien können laut Cajeta nur von und mit Migrantinnen und deren Selbstorganisationen entwickelt werden. Und sie arbeitet ja eben auch selbst bei einer hier in Linz sehr wichtigen Organisation, nämlich MAIS. Und darüber hinaus gibt sie in dem Beitrag auch Hinweise, was sie findet, wie sogenannte Allies sich dazu verhalten können und unterstützend tätig sein können. Das hat den Beitrag von Dusanir Cajeta als einem aus diesem Teil, in dem es um prekäre Lagen geht, der mir persönlich sehr wichtig ist. Und ein zweiter, den ich auch sehr bemerkenswert in diesem Buch finde, zu dem ich gerne noch ein bisschen mehr sagen würde, ist von Irmi Vogelmeier, die sich mit dem Alter beschäftigt, was, wie ich finde, in diesem Bereich auch ein extrem wichtiges und zum Teil auch nach wie vor sehr unterbelichtetes Thema ist. Imtraut Vogelmeier widmet sich in ihrem Text Späte Freiheit dem Verhältnis von Alter in Prekarität und Aktivität. Sie beschreibt dies als Spannungsverhältnis zwischen Selbstverwirklichung, Aktivierung, Selbstoptimierung und prekären Dasein im Alter, das im Kontext einer Neuverhandlung des Alters betrachtet werden müsse, was sie im Folgenden dann auch tut. Altern werde in ein drittes, fittes und gesundes Alter und ein durch Krankheit, Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit geprägtes viertes Alter geprägt. Also diese ganze Vorstellung von den jungen Alten, die noch alles Mögliche wunderbar tun können und doch irgendwie nicht nur Unterstützungsleistungen für jüngere Teile der Familie leisten können, sondern alles Mögliche Tolle sonst an gesellschaftlicher Arbeit im Alter auch noch verrichten können, weil sie natürlich auch darüber hinaus ausgestattet sind mit super Renten, die ihnen das alles ermöglichen. Das quasi als eine Art positives Bild des Alters und als eine Vorstellung eines aktiven Alters und davon abgespalten als das Verworfene, dann quasi das sogenannte vierte Alter, in dem Menschen pflegebedürftig sind, nicht mehr aktiv sein können und abhängig von Pflegeleistungen sind. Widerständige Praxen verortet Vogelmeier in der Hinterfragung des Aktivitätsideals wie auch den medialen Repräsentationen des Alters, die dessen Vielfältigkeit nicht gerecht würden. Insofern fordert sie zu einem neuen Writing Back auf. Das heißt, sie fordert in dem Beitrag dazu auf, andere und sehr vielfältige Bilder von Altern zu generieren und auch zu popularisieren, was ich ein sehr wichtiges und tolles Anliegen finde. So viel erstmal zu dem ersten Teil des Buches. Ja, der zweite Teil, der in prekäre Lagen und Kritiken heißt, beschäftigt sich mit den Organisationsverhältnissen von Wissenschaft
Und Sie haben halt im Handout die Übersicht drin. Ich habe jetzt einen, also hinweisen möchte ich noch, da gibt es von Katharina Prinzenstein die Daten und Fakten zum Universitätsabbau zusammengestellt. Höchst mühsam, aber höchst informativ, wenn man sich damit beschäftigen will, was eben in den letzten Jahren seit dem UG 2002 und auch immer schon vorher an den Universitäten so alles schief gelaufen, kann man nicht sagen, gemacht wurde. Also es ist keine sehr beglückende Lektüre, aber wenn man was nachschauen will, da sind wirklich die Quellen vorhanden. Ich möchte einen Beitrag von Michi Ebner vorstellen, die über die Verhältnisse der Anerkennung schreibt. Und Anerkennung oder auch Wertschätzung ist ein Thema, das uns in unseren Symposien und Treffen von Anfang an beschäftigt und verfolgt, auch in dem Sinn, dass die freien Wissenschaften und freien Wissenschaftlerinnen sehr wenig Anerkennung von außen bekommen, sie sich untereinander jetzt geben müssten, wenn aber der Druck mehr und mehr steigt, dann ist man dann auch nicht mehr so großzügig mit dem Wertschätzung gegenseitig bekunden. Also manchmal kann man sich es auch noch einholen, wenn man das machen, also in den internen Listen machen das die Kolleginnen alle immer wieder, dass man sagt, hey, ich will jetzt Lob oder irgendwie, und dann gibt es immer welche, die wieder Anerkennung zollen. Aber diese Anerkennungsverhältnisse sind etwas, die sehr sensibel sind. Und Michi Ebner hat das eben theoretisch, auch vor allem also für den akademischen Bereich, aber das gilt auch für andere Bereiche, zusammengestellt. Und sie sagt, dass die, bisschen kompliziert jetzt, Anerkennung wird als Subjekt konstituierend am Grundgedanken der Reziprokität sozialen Handelns angesiedelt. Das heißt also, Voraussetzung dafür ist das Erkennen des anderen, der anderen. Und das heißt auch, dass zugrunde liegen gemeinsame Verständnisebenen, um wechselseitige Anerkennung zu ermöglichen. Und sie spricht dabei vom Erkennen, also Anerkennen, braucht das Erkennen von etwas Vertrauten. Also wo man eben irgendeinen Anknüpfungspunkt findet. Es geht damit aber genauso gut das Nicht-Erkennen von und auch nicht Anerkennen von etwas mit ein, das man dann als fremd definiert, sehr schnell. Und das orientiert sich primär entlang gesellschaftlicher Normen, dieses Erkennen oder Nicht-Erkennen. Ja, und dann gibt es auch noch das Verkennen, was meistens mit der Abwertung der Arbeit durch das Zuschreiben von mangelnder Qualität verbunden ist. Also was besonders im Wissenschaftsbereich ganz, ganz massiv ist, dass wenn man nicht versteht, ist das so der oder die sowieso schlecht, was aber nur quasi von nach unten funktioniert, was mich eben auch so darstellt, dass gerade in der Wissenschaft ist es ein sehr hierarchisches Ordnungsprinzip. Und das heißt, wenn man etwas nicht versteht, was von oben kommt, dann ist es überhaupt nicht deswegen schlechter, sondern mehr oder weniger ein Qualitätsmerkmal schon, weil die oben sind, die müssen ja irgendwie die Definitionsmacht haben. Und etwas dort nicht zu verstehen, hat überhaupt nichts mit Nicht-Anerkennung zu tun. Aber wenn diese Person oder der Text oder die Äußerung weiter unten angesiedelt hierarchisch, ist das Nicht-Verstehen sofort mit Nicht-Anerkennung und Abwertung verbunden. Also das werden alle, die schon irgendwie mit Wissenschaft in Kontakt gekommen sind, sicher mal erlebt haben. Michi Ebner schaut sich dann die Formen und Wege der Anerkennung an und sie unterscheidet da zwischen vertikaler und horizontaler Anerkennung. Die vertikal absteigende würde man zum Beispiel in Förderbeziehungen, in Mentoringbeziehungen finden. Und wobei sie auch noch darauf hinweist, dass Förderung häufig mit Formung verbunden ist. Also die Personen, die gefördert werden, werden im Sinne des Systems geformt. Und sie sagt auch, universitäre Strukturen generieren vertikal aufsteigende Anerkennungsformen, auch ohne das Angebot entsprechender Förderungsbeziehungen, und erheben sie damit quasi zur Bedingung einer wissenschaftlichen Existenz. Also man braucht diese Oben-Unten-Beziehungen. Jetzt bezogen auf feministische Wissenschaftlerinnen wird vertikal aufsteigende Anerkennung mitunter als selbstverständlich vorausgesetzt, da sie an das überlieferte Postulat der Frauensolidarität hier jetzt im Sinne der Karriereförderung anschließt. Und Michi Ebner meint, dass auf ersten Blick gegen Karriereförderung nichts einzuwenden ist.
Und es ist auch gut, sich neben den Anliegen der Frauen für die eigenen Berufsziele einzusetzen. Aber sie sieht dort ein Problem, wo nach außen vorrangig inhaltliche bzw. gesellschaftspolitische Ziele als handlungsleitend präsentiert werden und es in Wirklichkeit den Frauen, die im System drin sind, aber um ihre Karriere geht. Also das sind solche Gewissenskonflikte, die immer wieder auftauchen und jetzt nicht gerade angenehm sind. Die horizontale Anerkennung, die wir zum Beispiel im Verband feministischer Wissenschaftlerinnen ja auch versuchen herzustellen, die wäre jetzt nicht an diese Systeme gebunden, an diese hierarchischen Ebenen. Wir sind außerhalb, wir sind frei, frei von der Universität oder von was auch immer. Und da gilt es aber jetzt zu schauen, welche Aspekte Anerkennung finden, also welche Aspekte der Arbeit von Kolleginnen dann Beachtung finden. Und da geht es darum, wie tritt sie auf, wo tritt sie auf, welche Bezugspersonen hat sie im Kolleginnenkreis, also wer findet sie gut. Und diesen Dingen wird dann oft mehr Bedeutung zugestanden, als offiziell zugegeben wird. Also da geht es trotzdem wieder um, wer mit wem was kann und wer von wem schon vorab Anerkennung bekommt. Eine der abschließenden Fragen von Michael Ebner ist dann, wie weit sind Netzwerke feministischer Wissenschaftlerinnen in der Lage, die Zuschreibungen von Wert nicht allein von bereits bestehender Anerkennung durch wissenschaftliche Institutionen abhängig zu machen? Oder anders gefragt, gilt es als erstrebenswert, den Weg des Gegensteuerns gegenüber tradierten Anerkennungsverhältnissen zu verfolgen? Wenn nicht, warum nicht? Ist vielleicht die Befürchtung, dass der Wert eines Netzwerkes darunter leiden würde, doch zu groß? Oder geht es vielmehr noch um sich das Zurückziehen auf quasi institutionell Abgesichertes, da der eigenen Einschätzung zu wenig vertraut wird? Also das sind Fragen, die immer wieder auftauchen, auch in den feministischen, wissenschaftlichen Zusammenhängen und die wir noch nicht wirklich gelöst haben. Aber wir arbeiten dran. Und dann möchte ich noch kurz, hoffentlich, auf meinen eigenen Beitrag in diesem Abschnitt eingehen. Und zwar hat den Birgit Krondorfer in der Einleitung so nett vorgestellt, mit dem Satz, um hingegen als freie, feministisch, kreativ und wissenschaftlich Tätige in der gewählten Platzierung im Außen vor der Institution an existenziellen Ängsten weder zu zerbrechen, noch in Zynismus zu verfallen, müssen, so Sabine Prokop, innere Hürden und äußere Fallen und umgekehrt ständig reflektiert werden, die in der Bewältigung tagtäglicher reproduktiver und erzieherischer Verpflichtungen und diskontinuierlicher Gelderwerbsmöglichkeiten liegen. Also diese inneren Hürden oder äußeren Hürden und äußeren Fallen und inneren Fallen, das ist das, was ich auch in der Einleitung meines Texts eben thematisiert habe. Da ist die erste, dass ich akquirieren muss und nicht schreiben kann. Also ich will den Text schreiben und komme nicht dazu, weil ich Geld aufstellen muss. Und wenn ich Geld aufstellen muss, bin ich nicht fähig, dann irgendwie was Gescheites sonst zu machen. Das zweite ist, ich wollte da über einen, also mein Text hat den Titel Zwischen Inspiration und Transpiration, Untertitel Nachrichten aus der freien, kreativen, wissenschaftlichen Existenz. Also das ist etwas, was mir auch ganz am Herzen oder auch am Konto und wo auch immer liegt. Also über so etwas Naheliegendes zu schreiben, ist auch immer schwer. Und die dritte Hürde ist die Reproduktionsarbeit, die mir exakt, als ich endlich diese ersten Sätze niederschrieb, in Form von akut zu erfüllenden schulischen Anliegen meiner Tochter über den Weg lief. Und ich kann erst am späteren Nachmittag kreativ arbeiten, sowohl wissenschaftlich als auch künstlerisch, und muss daher aufpassen, mich nicht schon vorher durch koordinatorische und organisatorische Erledigungen zu sehr zu ermüden. Dazu kommt, dass um diese Zeit viele andere just zu arbeiten aufhören oder im Falle von ganztagsbetreuten Kindern heimkommen. Und all dies bietet hervorragende Ausreden, nicht zu schreiben. Die en passant geputzten Fenster oder aufgeräumten Küchenladen sind im Vergleich dazu ein Klacks, die säumen den Weg der Wissenschaftlerinnen. Also ich habe mich da ziemlich an den Alltag gehalten, bin aber dann schon auch zu allgemeineren, wichtigen Punkten gekommen. Zum Beispiel habe ich da auch mal niedergeschrieben, dass ich es selbst immer problematischer finde, in der Verbandsarbeit
neue Wissenschaftlerinnen zu engagieren, also zu überreden, motivieren, zu überzeugen, irgendwie zu bestechen, dass sie mitmachen. Weil wir bewegen uns wirklich im sehr, sehr subventionsfreien Raum und da dann junge Frauen zu überreden oder zu überzeugen auch, dass sie da sich engagieren wollen, fällt mir immer schwerer und schwerer, weil dass ich selbst das Ganze mache seit vielen Jahren, ohne da irgendwie ernstlich Geld dafür zu kriegen, ist eine Sache. Aber dass man dieses System perpetuiert und sagt, wir engagieren uns für andere, auch wenn wir das völlig selbst finanzieren müssen, das fällt mir im Prinzip schwer. Allerdings wäre es hoch an der Zeit, uns Gründerinnen abzulösen, schon allein im Sinne der Organisationsentwicklung. Und ja, also das ist ein Auftrag an uns alle, dass wir da was machen. Ja, im dritten Teil geht es, wie gesagt, um die Selbstorganisation feministischer wissenschaftlicher Arbeit und Kulturarbeit. Der sammelt auch wieder sehr unterschiedliche Beiträge. Es gibt einen Beitrag von Isabel Loray, der sich vorwiegend mit dem Thema der Selbstregierung beschäftigt und der eigentlich auch ein Auszug aus ihrem Buch Die Regierung der Prekären ist. Es gibt einen Text von Hannah Hacker, der sich mit Feminismus als Befreiungsbewegung beschäftigt. Ein Text von Karin Rick, der sich mit der Befreiung der Lüste beschäftigt. Dann verschiedene Texte zu kollektiv organisierter Arbeit und zu unterschiedlichen Formen von Selbstorganisation. Und schließlich noch ein Beitrag von der Barbara Eder, der sich mit Konzepten von Prekarität und Multitude beschäftigt im Kontext des sogenannten arabischen Frühlings. Und das tut sie, um den Eurozentrismus dieser Konzepte herauszustellen und sich anzuschauen, wie werden solche Konzepte eigentlich auf den arabischen Frühling angewandt und in welchen medialen Repräsentationen manifestiert sich das. Ein bisschen mehr sagen möchte ich zu einem Beitrag, den ich mitverfasst habe. Das ist ein Text, den zusammen Susanne Lummerding, Katja Widerspahn und ich gemeinsam geschrieben haben, als Gendered Alia, also als Übersetzungskollektiv, und der sich damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich kollektives Arbeiten, beziehungsweise wie funktioniert es bei uns und was sind Fragen, die uns da wichtig erscheinen. Und die Fragen, die wir uns für diesen Beitrag gestellt haben, sind: Was bedeutet der Begriff Kollektiv für uns als queer-feministisches Übersetzungskollektiv? Welches Handeln ist kollektiv und welches Handeln erfordert das Kollektiv? Wie viel Anerkennung und Raum für Individualität setzen Kollektiv und kollektives Handeln voraus? Wie lässt sich Offenheit für Differenzen, wie der Wille zum und die Lust am Kollektiv herstellen und erhalten? Was erfordert es, ein nur fantasiertes Wir gar nicht erst aufkommen zu lassen? Und was uns sehr umtreibt in diesem Beitrag, vielleicht ganz kurz, dieses Übersetzungskollektiv gibt es seit inzwischen über 20 Jahren in wechselnder Besetzung und auch mit unterschiedlichen Gruppenstärken. Aber wir haben reichlich Erfahrung darin, was es bedeutet, in so einem Kollektiv zu arbeiten und was sich da immer wieder an Machtstrukturen und auch an Hierarchien versucht zu verfestigen. Und unser Anspruch an kollektives Arbeiten ist, genau dem entgegenwirken zu wollen. Und wir haben uns eben sehr damit beschäftigt, wie funktioniert das für uns? Wie können wir das verhindern, dass das immer wieder entsteht? Wie können wir Machtstrukturen möglichst offen halten, sodass sie auch veränderbar sind?
ohne aber zu tabuisieren, dass es die gibt. Und die gibt es bei uns ganz eindeutig schon deshalb, weil wir, wenn wir übersetzen, in der Regel zu zweit, also mindestens zu zweit übersetzen. Das heißt, es gibt immer eine, die fängt an zu übersetzen, dann die zweite überarbeitet die Übersetzung, gibt es wieder in die erste zurück. Das machen wir nicht, weil wir uns besonders gerne wahnsinnig viel Arbeit damit machen, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass die Übersetzungen auf die Art und Weise wesentlich besser werden, als wenn wir das alleine tun würden. Und das heißt aber, dass die Letztentscheidung über den Text immer bei der Erstübersetzerin liegt. Das heißt, da ist schon immer eine Hierarchie eingeschrieben in jeder Übersetzung, aber diese Positionen wechseln. Also wer wann Erst- oder Zweitübersetzerin ist, wird jedes Mal neu ausverhandelt und hängt mehr damit zusammen, wer gerade wie viel Zeit hat und wie viel Interesse an einem Text als daran, dass ich da etwas verfestigt hätte. Aber wo sich bestimmte Sachen gerne festhaken, sind natürlich irgendwie, wer kümmert sich um was? Wer organisiert welche Dinge? Und das ist etwas, wo wir festgestellt haben, dass sich das gerne einschleift, anzunehmen, naja, die kümmert sich eh um das, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und dass das etwas ist, wo wir sehr, sehr drauf achten müssen. Plus, dass wir gelernt haben, wie wichtig das ist, über unsere Erwartungshaltung zu sprechen. Was wünsche ich mir von den anderen im Kollektiv? Was erwarte ich von denen? Zum einen, damit die überhaupt wissen, womit sie konfrontiert sind. Zum anderen, damit ich mich als Teil dieses Kollektivs aber auch dazu verhalten kann und sagen kann, ja, das ist eine Erwartung, die möchte ich auch erfüllen. Oder das ist eine, die finde ich völlig unangemessen und die möchte ich in keinster Weise erfüllen. Aber nur wenn das auf dem Tisch liegt, ist es auch verhandelbar. Das klingt möglicherweise alles recht banal. Tatsächlich erweist sich das in der Praxis als einigermaßen kompliziert, aber sehr machbar. Und wie gesagt, es gibt uns schon seit über 20 Jahren. Und ich glaube, wenn wir das nicht entwickelt hätten, gäbe es uns schon lange nicht mehr. Und wir arbeiten natürlich deshalb als Kollektiv, weil wir sehr, sehr große Freude daran haben, gemeinsam zu arbeiten und weil wir das gerade auf so einem Markt wie den Übersetzungsmarkt für enorm wichtig halten, da nicht jede Preisverhandlung, jeden Vertrag alleine abschließen zu müssen. Und das werden vielleicht viele von Ihnen kennen, die in ähnlich schwierigen Feldern arbeiten. Zum Abschluss würden wir gerne noch ein bisschen über oder eigentlich würden wir die Präsentation gerne beschließen, nicht mit einem Lamento über die schrecklichen Verhältnisse, sondern vielmehr mit Fragen danach, wie sieht es eigentlich mit unserer Selbstverantwortung aus? Unter welchen Bedingungen sind wir gewillt zu arbeiten? Erhalten wir prekäre Arbeitsbedingungen auch selbst aufrecht? Was müssen wir uns da überlegen? Wann, wie, wo wir arbeiten wollen und können? Und dazu gibt es einen wunderschönen Text, der dialogisch gehalten ist in diesem Buch von Uli Aigner und Josch Meiser mit dem Titel Als hätte ich nie gelernt zu arbeiten, als hätte ich gelernt, nie zu arbeiten.
Eine Frage, die, oder beziehungsweise eine Reaktion von Josch Meiser in diesem Text, Zitat: Ich überlege mir, ob es wirklich notwendig ist. Entschuldigung, in Bezug auf Prekarität versuche ich zunehmend, Dinge nicht mehr zu tun. Ich überlege mir, ob es wirklich notwendig ist, ob ich lieber einen Tag lang spazieren gehe oder mich mit meinem Geldjob herumärgere. Auch in Bezug auf die künstlerische Arbeit stellt sich jedes Mal die Frage, unter welchen Bedingungen du zu- oder absagst. Honorare werden immer weniger und Kuratorinnen, die ebenfalls mit geringen öffentlichen Fördermitteln auskommen müssen, gehen davon aus, dass die Bereitstellung von Materialkosten genügt. Wenn ich mich aber dazu entschließe, etwas zu tun, ganz gleich, was es ist, dann habe ich an mich den Anspruch, es mit vollem Elan zu tun. Und ich versuche, schlechte Arbeitsbedingungen nicht umzuverteilen. Und Uli Eigner hat zu dem Thema eine Frage gestellt, beziehungsweise sie hat sie begonnen zu formulieren. Sie schreibt, Arbeitsbedingungen können Inhalte dermaßen überlagern, dass die eigentliche Arbeit ad absurdum geführt wird. Ich finde, dass jeder und jede aufgerufen ist, sich Arbeitsumständen zu entziehen, die so offensichtlich ausbeuterisch sind und eigene alternative Produktionsbedingungen zu erfinden, die Selbstverantwortung und respektvollen Umgang innerhalb des jeweiligen Produktionsfeldes zulassen. Du wolltest jetzt das von der Beatrix. Ja, und ein Satz noch von Beatrix Beneder, auch aus diesem Buch, in dem sie sich mit Work-Life, im Text, in dem sie sich mit Work-Life-Balance beschäftigt. Der hegemoniale Charakter von Praktiken der Lebensführung muss stärker in Alltagsbewusstsein und politische Debatte gebracht werden. Eine gelingende Work-Life-Balance ist keine Frage persönlichen Erfolgs, vielmehr ein Sieg neoliberaler Vereinzelungs- und Aktivierungspolitik. Es gilt, Unvereinbarkeiten als solche konsequent zu benennen und gesellschaftliche Lösungen einzufordern. Es gibt auch ein Recht, unflexibel zu sein, Zeit- und Ortssouveränität einzufordern. Zitat Ende. Danke. Vielen Dank, Dagmar Fink und Sabine Prokop, für die Vorstellung des Buchs Prekarität und Freiheit. Ich darf nun um Wortmeldungen, Anregungen, Diskussionsbeiträge aus dem Publikum bitten. Ich zweifle wirklich daran, wenn man Wörter wie hegemonial und dergleichen verwendet, dass man damit überhaupt eine Breitenwirkung erzielt. Das ist nämlich das Problem. Soziologische Texte haben sich nach meiner Erfahrung immer dadurch ausgezeichnet, dass sie im Grunde genommen einen möglichst großen Wert auf Unverständlichkeit legen. Verstehe ich Sie jetzt gerade richtig, dass Sie finden, wenn wir subventioniert arbeiten würden, dann stünde uns das zu, unverständlich zu sein. Wenn wir subventionsfrei arbeiten, nun, dann steht uns das Recht nicht zu, dann haben doch, wir verständlich das, zu das sein? Das Recht steht in allen Zeiten zu, nur es kommt darauf an, wie viel Geld man, wie viel Umsatz man machen kann. Und das Problem ist natürlich, wenn Sie unverständlich sind, machen Sie weniger Umsatz und wenn Sie im subventionsfreien Raum sind, dann ist dieser Umsatz Ihr Einkommen. Aber Sie glauben nicht allen Ernstes, dass wir dieses Buch gemacht haben, weil wir die Vorstellung hatten, dass wir Nein. damit jetzt... Wissen Sie, das Problem ist die Ausbildung bei uns in Österreich. Man lernt also praktisch, man schreibt, ich habe die Erfahrung gemacht gehabt während meiner Zeit auf der Uni, dass 3/4 aller Referate mehr oder weniger abgeschrieben wurden und dass die Leute, die diese Referate gehalten haben, selbst nicht gewusst haben, worüber sie sprechen und geschrieben haben. Das ist einfach eine normale Erfahrung. Das Problem ist, die setzt sich im Berufsleben anscheinend fort. Und da liegt der Fehler eigentlich am System, nicht an Ihnen selbst. Das muss ich schon fairerweise zugeben. Aber dummerweise ist es so, dass dies von den Mitgliedern des Systems verewigt wird. Wir haben leider sehr selten die Zivilcourage, praktisch aufzustehen an bestimmten gegebenen Verhältnissen. Wir haben sehr selten die Zivilcourage, und Sie können mir glauben, ich bin ein alter Raufbold, bitte, ich weiß ein bisschen was über Zivilcourage. Und wie man gegen die Wand rennt, weiß ich auch relativ gut. Das habe ich schon oft genug gemacht. Wenn ich kurz was dazu sagen kann. Wir haben ja, also Dagmar Fink hat auch die Idee dieses Buches so vorgestellt, dass da ganz verschiedene Textarten vorkommen. Also wir haben von
dialogischen Formen super. Bis eben auch wissenschaftlich formulierten, also mit viel Fremdworten und Science-Speak. Das war uns ein Anliegen, dass wir da auch diese Vielfalt der Autorinnen, dass wir dem Raum geben. Ja. Und es gibt eben manche, die so schreiben, und es gibt auch viele, die es dann verstehen können. Wir haben nicht fürs breite Publikum hier, also die Idealleserin mit jetzt i oder Unterstrich oder Slash oder wie auch immer, haben wir nicht im, also reich werden haben wir auch nicht vorgehabt, damit. Sehen Sie, solche Ideen sind nur dann wirksam, wenn sie in die breite Öffentlichkeit kommen. Und dazu brauche ich eine verständliche Sprache. Es ist, kommt darauf an, ob das Produkt, das ich mir vorstelle für die breite Öffentlichkeit oder für feministisch Interessierte, die wirklich nicht die breite Öffentlichkeit darstellen. Schon, schön wäre das. Es ist, das betrifft ja zum Beispiel, mit Frau Haupt gesagt, dass es Ungerechtigkeit in der Arbeitswelt gibt, bitte vorhin, was Frauen betrifft. Darüber braucht man gar nicht streiten. Wenn die Frauen sich engagieren sollen gegen diese Schweinereien, die da passieren, und die passieren tatsächlich ziemlich oft, dann brauche ich, und das können Sie mir glauben, ich bin einmal Betriebsrat gewesen, bitte, eine möglichst verständliche Sprache. Und was bei der Wissenschaft mich stört, ist die Tatsache, dass wenn zum Beispiel ein einfacher Betriebsrat in so einem Artikel liest, dass er ein unheimlich dummes Gesicht macht, er bemüht sich später übrigens ein intelligentes Gesicht zu machen, schafft aber meistens nicht und im Grunde genommen nichts verstanden hat. Und das ist das Problem. Es gibt irgendwo eine Unterbrechung zwischen der Wissenschaft und denjenigen, die das betrifft. Aber wir haben hier, das ist immer auch ein Plus dieses Buches, wirklich eine breite Variation von Textsorten integriert. Ja, das bestreite ich nicht. Und rein kommunikationstheoretisch verstehen die Menschen sowieso nur 20%, was man von dem, was man ihnen besten Willens übermittelt. Also auch wenn Sie jetzt, Sie werden auch nur zu 20% verstanden. Ich habe eigentlich im Grunde genommen das meiste verstanden. Ich habe schließlich glücklicherweise immer Volkswirtschaft studiert. Wo ich eigentlich ursprünglich gelernter Zimmermann war. Aber das ist das andere. Also aber wir hatten ein anderes Anliegen bei dem Buch. Genau, und also wir haben, glaube ich, Ihre Kritik am Sprachgebrauch vernommen. Gibt es eine Verständnisfrage, vielleicht nur inhaltlicher Natur? Ich habe etwas gelesen, oder, was mich irgendwo interessiert hat. Das hat mich nämlich ein bisschen an Geschichte erinnert. Und da ging es um, warten Sie mal, das wollte ich eigentlich immer schon wissen, Losdemokratie. Da ging es um Losdemokratie. Ist darunter dasselbe zu verstehen, was die Griechen gemacht haben, nämlich dass zum Beispiel im alten Athen bestimmte Posten durch mittels Los vergeben wurden, bestimmte Aufgaben mittels Los praktisch. Ah, das ist nämlich keine dumme Idee, dummerweise ist es in Vergessenheit geraten. Ja, die Kollegin, die Uta Isop, beschäftigt sich praktisch und theoretisch sehr lang schon mit diesen Formen, mit Rotationsprinzipien. Und das ist eben ein Beitrag, der das auch aus der Praxis, der Erfahrung her darstellt. Und dort, also wo das historisch hergekommen ist. Sagen wir mal so, das hat eine 2600 Jahre alte Tradition. Vor 2600 Jahren bis etwa vor 2400 Jahren hat das ganz gut funktioniert, soviel ich weiß. Naja, eben. Deswegen steht es auch da drin. Also es ist einfach ein Prinzip, das im Zusammenhang von Ungleichheitsdebatten gerade wieder sehr in Diskussion ist. Aus einer Argumentation heraus, dass es irgendwie gerechte Entscheidungen da sowieso nicht geben kann und dass dann das Gerechteste überhaupt quasi noch der Zufall, nämlich das Los ist. So haben die alten Griechen auch gedacht und in Athen hat zumindest einige Jahrhunderte ganz gut funktioniert. Ich danke Ihnen. Danke. In der ganz hinten hätte die Dame noch eine Frage oder Anmerkung. Ich hätte eine Anmerkung dazu, und zwar, was mir auffällt in der Diskussion bezüglich des Sprachgebrauchs. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zuerst einmal schaut, was ist das Ziel? Ja? Welches Publikum möchte ich ansprechen? Oder welches Publikum spreche ich an, wenn ich das so schreibe? Und wenn Sie es so geschrieben haben, dann haben Sie was Bestimmtes dahinter gewollt. Das ist meine Wahrnehmung dazu. Danke. Ich hätte da noch einen Hinweis, auch, also was auch ein, wie soll man sagen, ein sehr großer Vorteil an dem Buch ist, wir haben unsere Autorinnen eingeladen, ihre Verwendung der geschlechtergerechteren Sprache zu argumentieren in einer Fußnote. Also welche Form verwenden sie? Und da ist ein breites Spektrum an Argumenten herausgekommen, die ich jetzt im Sommer bei dieser leidigen Diskussion von dem Bienen-I und so weiter dann auch noch einmal zusammengestellt habe und über die Listen geschickt.
Also da gibt es von Slash und Skype und was auch immer sehr viele Argumente, die teilweise auch nicht direkt zusammenpassen. Aber wir haben versucht, den Autorinnen den Raum zu geben, dass sie ihre Sichtweise und ihre Redeschreibweise darstellen. Also wir wollten jetzt, eben auch weil der Verband feministischer Wissenschaftlerinnen jetzt nicht sagt, das ist feministische Wissenschaft und das nicht, das würden wir nie im Leben also versuchen, weil das geht schief. Wir definieren das, wir schränken nicht ein. Wir wollen, sicher haben wir auch unsere Ausschließungsmechanismen wie jeder Verein und jeder Zusammenschluss, aber wir versuchen eine Vielfalt von Zugangsweisen und auch Sprachniveaus und von Textsorten und von Denkmodellen und eben allen möglichen wissenschafts- und aktivistischen Zugängen da wiederzugeben. Das haben wir in den Symposien gemacht und das haben wir eben auch versucht, in diesem Buch einfließen zu lassen. Wir haben die Texte sehr lang lektoriert, aber wir haben die Form den Autorinnen überlassen. Also ob sie jetzt poetisch, dichterisch schreiben wollen oder hochwissenschaftlich, quasi mit Fremdworten, das blieb den Kolleginnen überlassen. Und jeder kann sich was aus. Wer liest ein wissenschaftliches Buch von vorn bis hinten? Ich meine, so liest man wissenschaftlich nicht normalerweise, sondern man sucht sich das raus, was einen und einen interessiert, was man brauchen kann. Und für die Zielgruppe haben wir im Prinzip geschrieben. Darf ich nur einen Kommentar dazu machen, zu diesen Argumenten, die verschiedenen Argumente, die wir präsentieren sollten, so, zu dem Form, den wir ausgewählt haben, um in dem Artikel zu verwenden. Ich habe später dann eine Collage gemacht mit allen Argumenten in alle Artikel und verwendet als Material eine Lehrveranstaltung für die Studierenden und es war sehr spannend. Ich wollte das erzählen, weil der Vergleich dann, ohne zu wissen, zu welchen Artikel, zu welchen Themen und welche Autoren, so total anonymisiert, und dann nur die Argumente geschaut. Ja? Und da gibt es ganz viel Stoff dann für Diskussion und die Möglichkeit dann für die Studierenden, selbst zu überlegen, welche Form finden sie passende, zu welchen Realitäten und was sie überhaupt verwenden werden. Und das war interessant, auch bei den Studierenden, die sehr, also große Ablehnung am Anfang gehabt haben, mhm, zu der Diskussion überhaupt, wie sie im Laufe dieses Prozesses dann anders das Ganze verstanden haben und Argumente auch gefunden haben für ihre Positionen sozusagen oder ihre Positionen weiterentwickelt und entfaltet. Also ich meine, das Buch hat verschiedene bittet, das war jetzt nur ein Beispiel, ne? Das bietet verschiedene Anwendungen, auch in der Praxis. Ja, das wollte ich jetzt betonen. Selbstverständlich ist der Kritik in der Sprache sehr, finde ich, sehr wichtig, immer wieder. Ja? Es ist absolut schwierig, dann eine Sprache zu finden, unmöglich eigentlich, um alle Zielgruppe dann gerecht zu werden oder verstanden zu werden überhaupt. Eine einfache, direkte Sprache, dass auch Menschen mit oder ohne eine höhere Ausbildung auch verstehen können, ist tatsächlich eine enorme Herausforderung, die sehr wichtig ist, gebe ich Ihnen recht, ja. Und dass wir das weiterentwickeln sollen und Formen finden sollen, die den Inhalt etwa zugänglicher zu machen, finde ich absolut wichtig. Aber darüber hinaus muss man auch schauen, welche Beiträge werden doch geliefert mit dieser Sprache, die sehr auch eurozentrisch ist, die sehr, also die trägt natürlich alle möglichen Konsequenzen der hierarchischen Machtverhältnisse, die in der Gesellschaft auch gilt. Das ist in der Sprachebene natürlich auch drinnen. Ja? Und eine Reflexion darüber finde ich tatsächlich sehr wichtig. Aber die Sprachebene sollte nicht das einzige Ebene sein, dass es thematisiert werden sollte in dieser Diskussion, meiner Meinung nach. Mhm.
Danke. Gibt es noch eine weitere Wortmeldung im Publikum? Sie haben ja zu Beginn gesagt, dass zunächst der Begriff Freiheit auch einen größeren Raum eingenommen hat und dann Prekarität eigentlich größer geworden ist als die Freiheit. Und für mich jetzt eine ganz persönliche Frage, weil ich glaube, alle, die wir hier sind, sind immer damit beschäftigt, mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, so wie sie sind. Wir stecken irgendwie in der Beschreibung fest. Oder zumindest gibt es wenig Utopien, aus dem auszubrechen. Und jetzt für meine persönliche Frage an Sie, sehen Sie jetzt für sich Möglichkeiten, wieder ganz persönlich auch aus der Prekarität wieder einen Schritt zur Freiheit zu machen, oder ist es so für Sie derzeit auch nicht möglich unter dem gegebenen Regime? Naja, ich habe gerade von der Pensionsversicherungsanstalt meine vermutliche Pensionshöhe bekommen. Da sind Utopien, ja, gefragt. Also, ja. Also ich komme von der Kunst her, ich habe Kunst studiert und habe dann dieses sich selbst motivieren und selbst finanzieren und selbst strukturieren und selbst organisieren in die Wissenschaft übertragen und habe mich nach einiger Zeit dann gewundert, dass die anderen das nicht prinzipiell auch so machen, sondern hinein wollen in dieses System. Und das wollte ich persönlich nie und habe eben auch viele andere gefunden, die das nicht wollen. Also wir geben schon manchmal so die kleine Zehe in die Eichentüre der Uni und das tut dann immer weh, wenn sie drauf fällt. Aber diesen dritten Raum, den Third Space, den Michaela Rals auch anspricht, den versuchen wir schon zu schaffen. Also dass wir irgendwie außerhalb der Institutionen, außerhalb dieser Zwänge, außerhalb der, jetzt hatten wir eine Widerrufsklage, weil wir irgendwo gestört haben mit einem Protestschreiben, dass wir da trotzdem noch was finden, wo es ein Miteinander gibt. Also da hat eine Kollegin dann irgendwann gesagt, also das ist jetzt, das machen wir nicht, aber ich sagte, jetzt pfeifen wir doch auf diesen ganzen Streit und feiern mal was miteinander. Also das kommt schon immer wieder raus. Ich beobachte nur selbst, dass die Ressourcen immer knapper und knapper werden. Also dass wirklich alle strudeln oder die ins System hineinkommen, dann halt dann auf einmal so systemkonform werden, dass man sie nicht wiedererkennt. Also das ist die andere Strategie, die ich jetzt nicht wirklich als Utopie sehen möchte. Aber diesen Third Space, diesen dritten Raum zu schaffen, zu beleben, ist schon immer wieder ein Anliegen. Und wo der ist, ist halt die Frage. Ich glaube, der muss irgendwo den muss man sich nehmen oder Frau sich nehmen. Und der kann, also es ist jetzt keine konkrete Utopie, aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Hast du? Ja, ich finde, also ich stelle mir zunehmend solche Fragen, genau wie die von Jo Schmeiser, die ich vorhin vorgelesen habe, nämlich unter welchen, also arbeite ich überhaupt? Ich finde, das ist ein sehr, der erste Beitrag in dem Buch ist von Monika Mokre, die Frage stellt, ob sich Arbeit wieder lohnen muss und sehr schnell dahin kommt zu sagen, Arbeit hat sich für diejenigen, die arbeiten, noch nie gelohnt. Und tut es zunehmend weniger. Und dann stellt sich für mich schon die Frage, also wenn ich mich von bestimmten Arbeiten sowieso nicht erhalten kann, mache ich es dann überhaupt? Oder nehme ich mir dann einfach die Freiheit raus, genau das zu machen, was ich auch machen will? Und das finde ich, das eröffnet mir durchaus auch was. Und für mich sind so Fragen wirklich wichtig. Unter welchen Bedingungen arbeite ich? Wie müssen die Rahmenbedingungen aussehen, dass ich finde, hier kann ich sinnvoll tätig sein und wenn es denn etwas ist, das ich als Erwerbsarbeit tue, tatsächlich auch mich davon unterhalten. Und wenn ich das nicht kann, ist es dann was ich überhaupt tun will? Und zunehmend
weniger Sachen zu machen, weil ich denke, naja, aber vielleicht ist es wichtig, das jetzt zu machen, weil dann in Folge irgendwann bla bla bla. Ich denke, nee, einfach nee. Und das finde ich, also das ist mit diesem ganzen Prekaritätsthema etwas, was ich sehr wichtig finde. Dass, ich finde, dass Prekarisierung ja sehr über Angst funktioniert. Und über dieses regiert werden durch Angst. Und also ich, das ist etwas, was mir am Herzen liegt, zu versuchen, das auszuhalten und mich darüber hinwegzusetzen, mir zu denken, nee, ich lasse mich davon jetzt echt nicht einschüchtern. Wir haben das auf dem Symposium in Kärnten auch thematisiert. Es hatte den Titel Lust und Frust in Institutionen, Organisationen. Also dieses Lustprinzip, das ist was, was mir immer auch total wichtig war. Also dieses Pleasure, das aus den Cultural Studies, das auch körperliche Lust, Vergnügen beinhaltet. Dass wenn ich sozusagen jetzt nicht Spaß habe, sondern wenn ich Vergnügen habe an etwas, also im Sinn der Lust auch, dass das auch ein Potenzial für Widerstand hat. Also wenn ich sozusagen so selbstbeteiligt bin, eben mit körperlichen Empfinden, also dieser Vergnügensbegriff, dann ist das eventuell auch ein erster Schritt eben weg von so Zwängern und etwas lustvoller zu machen. Hängt aber dann oft oder bricht zusammen, wenn dann wieder die Anerkennungsverhältnisse, die mangelnde Wertschätzung kommt und wenn man immer runtergehandelt wird mit Honoraren und so. Also wenn man schon eins bekäme zum Beispiel und dann auf einmal soll es wieder weniger sein, dann ist mit der Lust schnell aus, dann wird es mehr wieder der Frust. Aber dieses Jonglieren, dieses Schauen, wo ist die Lust zu finden. Vielleicht mache ich eine Verknüpfung hier zu Lust und Frust mit einer Ausdifferenzierung, dass ich mindestens versucht habe, in meinem Artikel zu transportieren. Und zwar, dass die Zugänge, die strukturelle Zugänge zu bestimmter Auswahl nicht für alle gegeben ist. Und dass, wenn wir über Migrantinnen reden, dann muss man das auch mitdenken. Also es sind viele Asylwerberinnen, Migrantinnen und Asylantinnen, die, obwohl sie hochqualifiziert sind zum Beispiel und Erfahrung auch schon bringen in bestimmte Bereiche, dies nicht machen können oder dürfen, bekommen keinen Zugang, weil sie zum Beispiel keinen Zugang zum Arbeitsmarkt überhaupt haben oder wenn auch, dann aufgrund der geschlechtsspezifischen und rassistischen internationalen Arbeitsteilung keine Möglichkeit bekommen, in ihrem Bereich dann einen Job zu finden und müssen dann in diese prekarisierte Bereich, wo niemand eigentlich gern arbeitet, normalerweise, weil es am meisten sehr wenig bezahlt wird und so wenig Anerkennung gibt und so weiter und so fort, die einzige Möglichkeit bekommen, dann eine Arbeit zu haben. Und dieser strukturelle Aspekt ist etwas, das ist, in dem Artikel, den ich geschrieben habe, sehr präsent ist. Und denke, natürlich über Lust und Frust zu reden, ist sehr sinnvoll. Das waren dann auch die Diskussionen in den zwei Symposien, wo das thematisiert wurde. Ne? Ich finde es absolut legitim. Aber um das zu diskutieren und diese Auswahl dann treffen zu können überhaupt, muss man diese strukturellen Zugänge überhaupt haben. Ja. Und wie man dann zu denen kommt, sind Hürden und nach jeder Veränderung der Fremdenrecht und Asylrecht wird noch verschärfter und noch enger und noch schwieriger. Das ist eine Tatsache. Aber ich versuche auch nicht nur in dieser Ebene zu bleiben, sondern zu sagen, es ist wichtig auch für Migranten und Asylanten nicht auf diesen Aspekt reduziert zu werden.
Und gibt es Möglichkeiten auch da für Entfaltung und für Selbstermächtigung? Und das passiert auch. Also das sollte man auch nicht vergessen. Aber ich wollte nur diesen Aspekt dann jetzt betonen. Danke. Danke für diese Wortmeldung, Lucinia Cascetta. Möchten die beiden Vortragenden darauf antworten, noch etwas ergänzen? Also ich wollte nur kurz sagen, ich finde das ganz toll, dass du heute da bist, weil wir haben im Verband selbst, wir haben im Prinzip keine Migrantinnen als aktive Mitfrauen. Und irgendwie sagen wir mal, das finden wir sehr schade und traurig und sehen, dass wir da eigentlich was tun sollten und wissen aber nicht was. Und es ist auch dann toll, wenn... Wissen wir schon was. Na, was machen wir? Naja, es passiert aber irgendwie nicht. Und es ist sehr gut, dass du selbst da eben dann die Stimme erhebst und auch eben beigetragen hast. Weil wir sonst immer... Na, du sagst, wir schaffen es, oder was wäre die Strategie? Uns ist einfach nicht nachhaltig gelungen bisher. Ja, aber das heißt nicht, dass es keine Ideen gäbe. Naja, Ideen schon, aber die Ressourcen, das macht immer Poff dann. Ich wollte noch was anderes dazu sagen, was ich... finde, was ja das Fiese an diesen prekären Arbeitsverhältnissen ist, dass sie immer mit Vereinzelung einfach auch einhergehen. Weil de facto ist es ja so, wenn du über den Care-Bereich schreibst, dass dir irrsinnig viel an Arbeit von Migrantinnen geleistet wird, die extrem wichtig ist. Also mit so Sachen wie Migrantinnenstreik ließe sich da ja ziemlich viel sichtbar machen, was da an wirklich gesellschaftlich notwendiger Arbeit passiert. Aber wie erreicht man aber überhaupt genügend Personen, die genau in dem Bereich tätig sind, um einen wirklich wirksamen Streik hinzukriegen. Das finde ich ist etwas extrem Schwieriges. Und das trifft Migrantinnen mit Sicherheit nochmal ganz besonders hart. Ich kenne das nochmal aus einem ganz anderen Bereich, was die ganzen Lehrbeauftragten anbelangt. Funktioniert das ich unterrichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich, und in Deutschland wird Lehre ja nochmal viel, viel schlechter bezahlt als hier. Und also gibt es so Sachen wie, dass Leute umsonst unterrichten und alles Mögliche, obwohl natürlich auch in Deutschland ganz viel der Lehre von Lehrbeauftragten geleistet wird. Und es gibt nicht ansatzweise so viel an Selbstorganisation, wie es in Österreich gibt. Das ist etwas, was mich immer wieder fassungslos macht und wo ich wirklich immer wieder davor stehe und mich frage, ich fasse es nicht, wie funktioniert das? Und es funktioniert natürlich darüber, dass Deutschland viel, viel größer ist als Österreich und entsprechend mehr Personen da tätig sind und es noch mal schwieriger wird, die zu erreichen. Gut, wir machen es ja auch hauptsächlich virtuell. Also, aber das es wäre, gibt doch manchmal die reellen Treffen auch. Das wäre vielleicht eigentlich auch nochmal eine Antwort auf die Frage nach den Utopien. Das ist ja etwas, was die Isabel Lorra versucht als Konzept auch aufzumachen, nämlich zu sagen, es geht darum, dass die vielen einfach mal aus diesem einen Schritt aus bestimmten Systemen raustun, gemeinsam überlegen, wie sie tun wollen, und dann wieder zurückgehen und die Bedingungen verändern. Also was sie mehrfach versucht hat mit einem zeitlichen Exodus quasi zu thematisieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was durchaus in verschiedenen Bereichen sehr wirksam sein könnte. Das hat die Renate Fleisch aus Vorarlberg auch in dem Teil 2 thematisiert,
und in den Vorarlberger Symposien, dass dieser Druck da in den Frauenberatungsstellen, beziehungsweise sie sind AIDS-Beratung, AIDS-Hilfe, dass der von außen so groß wird, dass man eben dann hier und da diesen dritten Raum, diesen Austauschraum braucht, wo dann wieder die Theorie und die Praxis in Verbindung gebracht werden kann, wo man über das eigene Tun nachdenkt, diskutiert und dann wieder in die Praxis geht, was halt meistens daran scheitert, dass die Aktivistinnen in diesen oder die eben in den Frauenberatungsstellen in dem Fall angestellt sind, dann überhaupt nicht die Ressourcen haben, noch sich irgendwie auch woanders hinzusetzen und das zu diskutieren, was sie machen. Aber wenn es passiert, ist es immer sehr befruchtend und sehr, dann kommt auch wieder die Lust zurück, dass man merkt, dass man wieder zu dem zurückkommt, wieso mache ich denn das überhaupt? Also wieso tue ich mir das an? Weil das geht dann oft im Alltag verloren und dieser theoretisch-praktische Austausch, das Miteinander, eben das Reelle und nicht nur über Listen, sondern eben deswegen haben wir auch das bei den Symposien, das war uns auch ein Anliegen, da immer wieder feministische Theoretikerinnen, Aktivistinnen, Praktikerinnen zusammenzubringen und eben in den Austausch zu bringen und damit auch wieder ein Stück selbst zu sich zurück zu dem, was sie eigentlich ursprünglich wollten und was im Alltag halt oft verloren geht. Das war ein Anliegen, also eines der Anliegen. In der ersten Reihe. Ja. Gibt es irgendwie in dem Buch dann irgendwie so, oder ergibt sich durch das Buch ein Rezept vielleicht, was irgendwie ganz gut ist, das unterstützt wird, die Selbstorganisation? Ein Ausblick? Kommt da ein roter Faden raus? Eine Anleitung zur Selbstorganisation? Genau. Die perfekte Umgebung dafür sozusagen. Nein, die gibt es nicht. Also ich finde, es gibt verschiedene Beispiele, aber das Rezept müssten Sie sich dann, glaube ich, selbst aus diesen Beispielen individuell zusammenstellen. Ich glaube, es ist eher so wie das, was wir eben mit der geschlechtergerechteren Sprache versucht haben, eben, dass jede Autorin in einer Fußnote ihren Zugang darlegt, dass verschiedene Aspekte sind. Und man kann sich dann das raussuchen oder sich inspirieren lassen, was jeder und jeden dann eventuell passen könnte oder weiterhelfen. Also es ist echt eine Öffnung, die wir versucht haben, verschiedenste Zugänge. Und ja, Rezept, wäre fein. Nein, wäre nicht fein. Da muss man sich dann dran halten, oder? Zumindest an mir. Also ich glaube, wir gehen nicht davon aus, dass irgendwie alle dort auf einem Platz sein müssen und von dort ausgehen, sondern jeder und jede ist irgendwo und von dort her bewegt man sich irgendwo hin. Also das ist zumindest mein Ansatz, dass ich nicht annehme, dass, also auch hier, sie sitzen zwar zufälligerweise da, aber das ist auch schon nicht das Gleiche. Oder, also das, okay, ich misstraue Kochrezepten auch. Ich glaube, ein Rezeptpunkt könnte zum Beispiel Knappheit an bestimmten Kenntnissen und dergleichen sein. Da wäre zum Beispiel eine Selbstorganisation ohne weiteres machbar. Zum Beispiel gab es einmal früher mal die berühmten Wiener Werkstätten. Und da waren ziemlich hoch spezialisierte Fachleute dabei. Die wurden zum Teil als Genossenschaft organisiert. Und das hat sehr gut funktioniert. Aber auch nur deswegen, weil die Leute, diese Fachleute, sehr knapp waren. Die konnten ihre eigenen Bedingungen stellen. Knappheit ist immer eine Möglichkeit, wie man Bedingungen stellen kann und wie man das auch durchkämpfen kann. Aber wenn das so einfach stimmen würde, dann müssten ja die Migrantinnen im Care-Bereich, über die Lucenier schreibt, irgendwie die traumhafte Arbeitsbedingungen haben. Das Problem ist, man muss über die eigene Knappheit Bescheid wissen. Und das wissen die Damen nicht, oder? Das glaube ich nicht, dass sie das nicht wissen. Also, das und dann natürlich kommt noch etwas dazu, diese Knappheit existiert in dem Bereich nicht, weil jede Menge Leute nach den gleichen Jobs nachfragen. Das Problem ist, es muss so sein, dass sehr wenige Leute nach diesen Jobs nachfragen, dann funktioniert es. Das Prinzip der Knappheit ist kein Witz.
kann ich in jeder VWLer bestätigen, unter anderem. Ich halte nicht viel auf das, was VWLer sagen. Ich habe das selbst studiert, ich weiß, was für Mängel das Ganze hat. Aber eines ist sicher, ich glaube, in diesem Fall haben sie nicht ganz unrecht. Das ist meine eigene Beobachtung. Aber das ist wie diese Geschichte von den Rektorinnen von der Uni Wien, oder wäre das, dass der ökonomische Druck die kreativen oder wissenschaftlichen Schaffensprozesse fördert? Der, so ein Schmarrn. Der kreative Druck schafft nichts anderes, als die Leute noch praktisch weniger Fantasie entwickeln, weil sie einfach Angst haben. Ja, aber das ist ja auch Knappheit. Angst, bitte, ist im Grunde genommen nicht unbedingt. Eine Knappheit, bitte, an einer bestimmten Ressource, einer bestimmten Begabung, einer bestimmten Fähigkeit, das ist das, worauf es ankommt. Es kommt nicht darauf an, bitte, dass eine bestimmte kurzfristige Knappheit besteht. Sie muss längerfristig bestehen. Ja, das ist das. Und sie muss den Leuten auch bewusst sein. Und das ist das Hauptproblem. Okay, das finde ich, führt ein bisschen weg von dem, aber wer sind die Leute, wer definiert den Bedarf? Das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine andere Frage. Tatsache ist, das ist in erster Linie eine Machtfrage. Denn man kann eigentlich den Bedarf, in Wirklichkeit ist es ein theoretisches Konzept, den Bedarf kann man eigentlich ohne weiteres aufweichen, indem man zum Beispiel Leute von auswärts reinnimmt, bitte. Das ist kein Problem. Das heißt, da braucht man schon eine gute Organisation, um diese Knappheit überhaupt zu produzieren. Das heißt, eine starke Gewerkschaftsvertretung zum Beispiel. Ich wollte mal was anderes zu Ihnen sagen. Also ich glaube, wenn es etwas gibt, was viele dieser Beiträge antreibt oder wo irgendwie auch Potenziale gesehen werden, dann ist es genau Kollektivierung und Organisierung. Und vielleicht noch zu betonen wäre, dass, also ich weiß nicht, wie mit dem anderen Autorinnen waren, aber dieser Teil, wo man der Artikel drinnen ist, das hast du, Dagmar, koordiniert, glaube ich. Ne? Und das war sehr klar, die Bitte oder die Voraussetzung auch, dass Praxis auch drinnen ist. Dass es viel von der Praxis einfließt, aus der Erfahrung auch, und auch mit dieser Sicht, also nicht nur eine Analyse, nicht nur ein theoretischer Teil, sondern auch viel aus der Praxis, beziehungsweise die Kombination Theorie und Praxis. Und das ist vielleicht ein bisschen auch Antwort auf diese Frage der Rezept. Weil es kommen viele Erfahrungen auch, und aus diesen Erfahrungen sieht man dann, obwohl das nicht so benannt wird, selbstverständlich, und auch nicht mit der Absicht, ein Rezept zu geben, aber es sind auch Reflex diese Praxis, Erfahrungen, die funktionieren, die auch nicht funktionieren. Also es ist sehr unterschiedlich. Mir ist jetzt übrigens doch ein Rezept noch eingefallen. Also doch, das haben wir, glaube ich, in Linz am Symposium damals auch in einem Schlusskommuniqué festgehalten. Und zwar, dass man bei Abrechnungen und bei Einreichungen auch, also wenn man Geld aufstellen will, einfach die Eigenmittel, also alles, was man selbst auch beiträgt, hineinrechnet. Dass die Kostenwahrheit so ist, dass also bei dem Buch zum Beispiel haben wir dann die Autorinnenhonorare, die ja keiner gezahlt hat, haben wir aber immer mitgeschleppt. Also ich habe das dann hineingerechnet, weil ich die Abrechnungen und die Berichtlegungen mache. Und es war genauso viel Eigenmittel wie das, was wir an Subventionen gekriegt haben. Und jeder Subventionsgeber und jede subventionsgebende Stelle hat diese Aufstellung bekommen, wo drin steht, okay, so viel Geld haben wir gekriegt, aber gekostet, also hat es kostenwahrheitsmäßig, und wir geben uns eh keine großen Honorare, das Doppelte. Und das ist zwar für Projektabrechnungen hat schon noch mehr Arbeit, als eh schon ist, aber sowas finde ich auch bei künstlerischen Projekten, dass man nicht immer, die sagen dann, ja, wir geben euch da 2000 Euro und macht's was Schönes, und dann kann man dann sagen, ja, und was tun wir jetzt nur Bericht legen und damit haben wir das Geld verbraten. Also dass man das echt hineinschreibt, was ist alles Eigenleistung. Und in Wien ist zum Beispiel bei der Wissenschaftsabteilung, die bewilligen einem halt den üblichen 500er oder 1000er und dann muss man das Projekt noch einmal einreichen mit diesem Budget, damit sie dann immer sagen können, sie finanzieren eh das, was gefragt ist. Und da kann man genauso noch die Eigenmittel dazu schreiben. Ist dann zwar klar, dass sie es nicht zahlen. Und diese Strategie ist eine, die wir als Rezept vielleicht noch angeben kann, dass die subventionsgebenden Stellen, oder auch im Theaterbereich ist es so, dass, also in allen Kulturbereichen und in der Wissenschaft genauso, dass
das eine Kostenwahrheit, dass die mal sehen, welche Preise, welche Budgets da nötig werden. Und dass man nicht immer sagt, okay, wie mit dem, was wir kriegen, kommen wir irgendwie über die Runden. Und wir kosten ja eh nichts. Ja. Und dass man das einfach reinschreibt. Und ein zweites Rezept war noch für weibliche feministische Wissenschaftlerinnen oder ja, Frauen auch, dass man, wenn man auf irgendwelchen Podien als Quotenfrau nur ist, dass man das verweigert. Das war auch noch so ein Rezept, was wir gefunden haben. Also, dass man nicht sozusagen als wie sagt man, als Alibi-Frau dann mitmacht, sondern das auch noch verweigert. Aber mehr Rezepte weiß ich jetzt echt nicht mehr. Ja, aber zwei sehr interessante Denkansätze und Anregungen. Zwei von vermutlich vielen, die Sie in dem Buch Prekarität und Freiheit nachlesen können. Ich glaube zu wissen, dass es heute auch die einmalige Möglichkeit gibt, das Buch hier zu erwerben. Nein. Oder auch nicht, okay. Ich nehme alles zurück, aber es ist im Buchhandel natürlich. Genau, es gibt es wieder im Buchhandel. Es war kurzzeitig vergriffen, ist aber wieder erhältlich. Ja, wunderbar, wieder erhältlich. Ich habe es geschafft, das alles abzuwickeln, dass es jetzt heute da ist. Okay, aber daran soll es aber nicht scheitern wahrscheinlich. Genau, man kann Einsicht nehmen. Und ja, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen. Bei Dagmar Fink und Sabine Prokop fürs Kommen nach Linz, für die spannenden Einblicke in ihre Arbeit, in ihr Denken und natürlich nicht zuletzt in ihr herausgegebenes Buch. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, Näheres zu erfahren und vielleicht wirklich das Buch zu erwerben. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.